Vierte Runde in Thumbleweed Park von Ron Gilbert, dem Kickstarter-Projekt aus 2014, das jetzt endlich rausgekommen ist. Seit einer Woche oder seit wenn ihr es seht, vielleicht mittlerweile seit 2 Wochen erhältlich. Und eine Bombe, eine Offenbarung des Adventure-Genres. Wobei man dann es einem sehr schwerfällt, wenn man sowas sagt, genau zu definieren, aus welcher Zeitepoche des Adventure-Genres. Aber ich würde es einfach mal auf alles generalisieren und sagen, dass dieses Spiel ein sehr gutes Adventure ist. Auch wenn es jetzt erst rausgekommen ist und aussieht wie ein Spiel aus den 80ern, hat es eigentlich alles, was gute Adventures haben müssen, auch heutzutage. Es hat geile Charaktere, es hat Humor, es hat trotz allem eine interessante Story, die sich so langsam aufdröselt. Es hat mehrere Ebenen, mehrere Erzählstrukturebenen. In diesem Fall Rückblicke, auch mal quasi so Querverweise zu anderen Charakteren. Und man spielt unterschiedliche, viele Charaktere, also deutlich mehr als zum Beispiel in Zack McCracken oder in Maniac Mansion, die beiden Spiele, die mir einfallen, die auch durchaus damit bestechen, dass sie verschiedene Charaktere anbieten. Oh, jetzt muss ich hier gerade. Gehen wir mal direkt ins Spiel. Jetzt bin ich hier gerade in einer an einer Bushaltestelle. Da wartet Lenore. Und Lenore ist jemand, der denkt, er wird das große Erbe erben. Also es gibt viel Cash hier zu holen mit der Pillow-Fabrik und irgendeiner Technikfabrik. Und die gehören alle Chuck, der Familie Chuck. Und Lenore gehört dieser Familie an und denkt, sie wird alles erben. Ich habe aber gerade einen Rückblick ihrer Verwandten, also der Nichte von Onkel Chuck gespielt. Und da habe ich einiges erfunden, rausgefunden und das wird mir sicher später noch helfen. Vorher möchte ich aber mit Lenore noch mal ganz kurz quatschen. Okay, ja, offensichtlich gibt es aber nicht mehr viel zu machen. That Ransom the Clown isn't very popular around here. It says he eats tuna. If by look at you mean smell, I've already done that. There's no path beyond this point. It just looks like unfinished temp art from a cut room. I can't reach that. I see the. Ja, sehr spannend. Wir haben also diese Seite der Stadt abgehakt. Da gab es jetzt für uns eben einiges zu erspielen. Wir sind in der B Street. Es gibt noch eine A Street, die ist gerade voll mit Wasser. Da kann ich aber gleich hin, denn ich habe hier bei Rickys Torten habe ich eine Radioröhre gekauft und die ist hier in dieser Art von Welt für Technik zuständig. Die, also im Grunde ist alles hier technisiert, es gibt für alles Automaten und die brauchen diese Röhren und hier kann ich die jetzt abgeben, glaube ich. Ist zumindest meine Theorie. Maybe you should just try switching. I don't know how to use this tube. Better give it to someone who does. Here's your WC67 tube. Thank you. All fixed. Here's our card in case you need any more plumbing help. We'll just clean up here and be gone soon. Ich will immer noch den Schraubenschlüssel haben. It's stuck. Okay, ich dachte vielleicht, dass ich den Hydranten wieder anmachen kann. Kleine kurze Breaks, die ab und zu kommen, die mir wohl irgendwas Mysteriöses erklären sollen. The bar's out of business. Could have used a stiff one. Ah, die Dorfzeitung. It's a pretty big vacuum tube. I might break the. It's a color copy Tron 3000. Okay, was habe ich denn hier? Visitenkarte. Pigeon Brothers, Plumbing, Electrical and Paranormal Investigations. We don't monkey wrench around. Look us up in the phone book for help with leaks, sparks and frights.
Es ist lustig, weil einem dadurch extra nochmal suggeriert wird, man muss diesen Monkey Ranch, den Schraubenschlüssel, auf jeden Fall irgendwie besorgen. I don't need to copy the photo. Ja, ich dachte, ich kann hier vielleicht noch was machen, aber ich habe nichts. Nichts Wichtiges. Welcome to the Thimbleweed Nickel. 8 years of experience and 2 degrees in journalism tells me you're a Fed. Good guess, Scoop. You spend as much time as I have dealing with law enforcement. You get a second sense of this stuff. Plus the cheap suits. Mostly the cheap suits. What's the deal with your sheriff? Seems kind of odd-o-reno. He is an oddball, but so is everyone around here. And it's only gotten worse since Chuck died. Chuck? Chuck Edmund, the pillow magnet. He pretty much ran this town since the 50s and owns the giant pillow factory. Well, owned. He died a few days ago. His niece Dolores and her sister Lenore stand to inherit a fortune if they'll just stop fighting. Ja, das habe ich euch eben schon versucht zu erklären. Genau das ist die Situation hier. What else do you know about Chuck? He started the pillow factory with his brother Franklin in the late 30s to make pillows for the war effort. Pillows win wars was their slogan. The factory and Chuck were the center of the Thimbleweed social scene of the 50s. Go on. Chuck invested millions in automation and became an expert in AI. Acne intervention. Artificial intelligence. Computers that can think. He started automating the whole town. People tell me it was like living in the future. That's one of his machines over there. The Copytron 3000. Then? Tell me more. The big pillow factory fire happened and killed several workers, and the whole place was shut down. Many blame the fire on over-automation and computer error. But I think Chuck manipulated the sheriff, and it was blamed on the security guard on duty at the time. But it was too late. Chuck was disgraced, and the factory's been closed for years. A dark shell of abandoned machinery. We'll need a complete press blackout. Not with the First Amendment still in place. The core of a strong democracy is a strong press. Don't you mean the Fifth Amendment? Nope. That sets out rules for indictment by grand jury in eminent domain and protects the right to due process. Don't you mean the 19th Amendment? Nope. That prohibits the denial of the right to vote based on sex. Don't you mean the Third Amendment? Nope. That places restrictions on the quartering of soldiers in private homes without the owner's consent, prohibiting it during peacetime. Don't you mean the 19th Amendment? Nope, that prohibits the denial of the right to vote based on sex. Ja, lustig. Erfährt man noch ein bisschen was? Home delivery. Why? You plan on moving here? Not a chance. We're here investigating the murder. Know anything? Not much. Just what I heard over the police scanner. Body found in the river. I'll send my best reporter to check it out in the morning. Know who my best reporter is? You? If this damn town wasn't such a podunk, I'd have a couple of Pulitzers by now. This pillow factory fire story is my ticket out of here. Look, maybe you should just try switching to Reyes. The button is in the upper right corner. Ja, ja, ich hab das schon verstanden, die ersten zwei Mal, als du mir das gesagt hast. Aber vielleicht hab ich ja keinen Bock drauf. Vielleicht lass du mich einfach mal selbst spielen. We're saving safely is saving smartly. Please note that homeless people and tentacle creatures are not eligible for small business loans. Pigeon Brothers Plumbing. Dad wanted sons, but he got daughters. So let us fix your leaking waters. With our latest Wrenchtron 3000 technology, we can fix paranormal emergencies, possibly. Stupendous Brothers Traveling Circus. Headline act, Ransom the Insult Clown. Minors must be accompanied by an adult. And if you're offended, it's your own beeping fault. Razor and the Scumettes playing live at the Hitchin Post. Oh, das ist ja lustig. Razor. GT and the Suction Cups. Ja, geil. Beide super. Rides free all night. Razor ist einer der Charaktere aus Manic Mansion, der auch sich auf den Weg macht, um, wie heißt sie, Sandy zu retten. Und später gibt es natürlich auch noch die Story Arc sozusagen, um das Tentakel, der wiederum eine Rockband gründen will. Roses are red. Schön zu wissen, dass sie es geschafft haben. Get our special bundle and stay up all night. $50 Valentine's special at Fancy Nancy Flowers, sponsored by Pillowtronics. Wanted: booze donations.
Help out old Willie with a contribution straight to his liver. Come find me by the burning trash can near occult books. Okay, das ist wichtig. Key ceremony at City Hall. Come and watch beloved entrepreneur Reno Chuck Edmund receive the key to the town for his contributions to the local economy. Complimentary shrimp buffet for attendees at the Edmund Hotel after the ceremony. Roses are red, pillows are white. Get our special bundle and stay up all night. $50 Valentine's special. It's all boarded up and I can't see anything. Laserdisc. I don't know why. Laserdiscs are the future. It's a sticky tape dispenser. It says, look. That tape is for official government business only. Excuse me. Be with you in a second. I'm in the middle of sorting. How can I help? I'm a federal agent. Know anything about the body out by the bridge? You're a federal agent? I work for Uncle Sam, too. As one government agent to another, I'll do what I can to assist. Do you know anything about the body out by the bridge? No, everyone in town is still collecting their mail as usual. No one from my route is missing, and I would definitely notice if they were. I mean, not to brag, but I did consider joining the feds. It's just not as prestigious or as challenging as postal work. Know any good postal jokes? Oh, you bet I do. Why are postal workers such great comedians? They have a special delivery, huh? Ah, gar nicht so schlecht. Ugh, that's terrible. Tell Komm, ein Witz hören wir uns an. What did the mailman say to the customer who asked if he could ship a donkey in the mail? They told her they'd haul ass and find out. That's so funny, I forgot to laugh. Okay, einen noch. Know any other postal jokes? What do postal workers do on their vacation? They go to the travel agent and book a package deal! Package! Okay, jetzt habe ich genug you are the least funny person I've ever met. Gehört. Why is there so much kurz noch eine Frage. The town seems deserted. That's classified information. As a federal agent, you should know it's my duty to uphold the privacy and the sanctity of the mail. Unless it pertains to an investigation and you have all the necessary paperwork, I can't help you. Who is all this mail addressed to? I can't tell you. It would be a federal crime. I would assume you knew that, being a federal employee and all. Or is this some sort of sting to catch crooked mail clerks? Because I keep things ship-shape here in the Thimbleweed Branch, so there's no need to worry about us here. Don't leave town. I have eyes on you. I'll be right there. Too much sorting to do. Ja, bleiben auch Sie in der Stadt. Es gibt viel zu tun. Wir gleich werden wir nochmal 30 Minuten ins Spiel eintauchen und vielleicht sogar, ja, ich weiß, den Charakter wechseln. Denn das wurde uns jetzt mehrfach angedeutet. Bleibt also dran und dann wechseln wir von Ray zu Race. Bis gleich. Thimbleweed Park, ein Spiel, auf das ich mich jetzt freue, das ich schon seit 3,5 Stunden ausgiebig und energisch spiele und in dem mir seit mindestens 20 Minuten immer wieder gesagt wird, drück doch mal oben rechts auf den Charakterwechsel-Button, damit die Story vorangeht. Ich fand aber eigentlich, dass bisher die Story recht gut vorangeschritten ist. Ich habe jetzt eben gerade noch mal ein bisschen in der Post mich umgesehen. Ich erobere mir langsam Stück für Stück die einzelnen Straßen von Thimbleweed zurück. Denn man konnte am Anfang nicht überall rein. Jetzt kann man das aber mehr oder weniger und deswegen wechsle ich jetzt von FBI-Inspector Ray zu FBI-Azubi-Inspector Race, der noch vor, weiß ich nicht, vor einer Stunde in einem Hinterhof niedergeschlagen wurde und sich jetzt an einem unbekannten Ort befindet. Was genau da passiert, weiß ich nämlich auch nicht. Wir werden es uns einfach mal angucken.
I need to stay focused and solve this murder so I can do what I need to do. Looks like this valve has been welded into position forever. I can't turn it. I don't want to pick that up. It's a circus flyer with a crazy looking clown on it. From a six pack. You're supposed to... It's an empty soda bottle. It's an empty can of Crockford's tuna heads. The good parts. It's the ET game for the... There's a fingerprint brush, a small amount of fingerprint powder, but it's missing the fingerprint tape. Ah, okay, das finde ich gleich im Post. In der Post Office, da gibt's This Klebeband. Has fingerprints for everyone in Thimbleweed Park. Certified Fingertron 3000 compatible. Okay, also sobald ich Fingerabdrücke gemacht hätte und dann noch das Fingerabdruckverzeichnis und beides zusammen in den Fingerabdruckotron reinstecke, kriege ich wahrscheinlich dann ein Ergebnis. An arm extended in friendship or supplication? Hard to tell. I can't pull that. Aber warum? Ich It's made of plastic. Ach so. It's made of plastic. No murder here. Okay, wir sind also in irgendeinem Lagerraum. The only thing I'd get from poking around these boxes is a case of sneezes. The only thing I'd get from poking around these boxes is a Kann case man of sneezes. Weiter nach links? Okay, oh, hier ist schon wieder ein Staubkorn. Mann, ey. Mehrere Staubkörner gefunden. This valve has also been welded into position. Seht ihr da schon wieder eins? I can see a quickie pal store. It's sealed shut. Okay, wir sind also no unter way der to Stadt. Open it. That grate won't come off. Hier brauche ich Oh, geht gar It's nicht. It's a sturdy, impenetrable gate. I can't budge it. So viele Staubkörner. Sind die wirklich wichtig? Ich bin mir nicht sicher. Ist ein bisschen wie Brotkrumen. Okay, die Notfallnummer. Looks like someone knew I was gonna get stuck down here. Unless my kidnapper wrote that as a trap. Only one way to find out, I guess. Wie Looks like Monk someone Wilson. Knew I was gonna get stuck down here. Monk Unless Wilson. My kidnapper wrote that as an empty coin return slot. It needs a dime to work. Okay, dime habe ich nicht. Nachgucken, wie diese Nummer geht, kann ich ja später mit einer anderen Person im Telefonbuch. I'm looking for an escape route, but I'm looking to go up, not down. Ich brauche halt Geld. Das ist so ein bisschen mein nichts in der Münzrückgabe. An empty coin return slot. Drauf liegt auch nichts. This has fingerprints for everyone in Thimbleweed Park. Certified Fingertron 3000 compatible. Ach, schon ärgerlich. Jetzt bin ich in dem neuen Areal, aber ich habe eigentlich nichts wirklich rausgefunden, außer dass er noch lebt und ich dringend Tesafilm brauche. Ich habe nicht das Gefühl, als ob ich hier viel machen kann im Moment. It's my specks of dust. It's a sturdy, impenetrable gate. Okay. Einmal noch im nächsten Raum, aber ich denke, dass hier erstmal nichts geht. Wie gesagt, die Nummer von Mark Wilson rauskriegen wäre jetzt nicht so schlimm. Nicht so schwer, aber wo kriege ich Geld her? Ah, kurz, das könnte so klappen. Ja, ja, ich glaube, so könnte es klappen. Wenn ich jetzt Geld hätte mit der Agentin, könnte ich das vielleicht hier durchfallen lassen. I can see a Quickie Pal Der Quickie Pal ist da um die Ecke, okay. Dann gehen wir da zu meinen.
Was ist eigentlich mit dem? Kann ich wahrscheinlich auch jetzt auch nicht nehmen. Ja. Well, since you're with the government, I guess you're entitled to some tape. Just go easy on it. We're almost out. Okay, super. Jetzt habe ich also auch Tape, was ich unbedingt brauche für den Fingerabdruck. Have you seen my dime? I lost my dimes somewhere. Ah, okay, diese Münze, die hätte ich auch gerne. Beschreibe sie. With smelly trash. I'm a federal agent and I have some questions for you. You know anything about the body found by the bridge? A body? I thought that was a log wearing a suit. Nah. Bist direkt verdächtig. Do you know anything about the body or not? What body? I thought we were talking about a log. Where do you sleep at night? I have a premium bit of cardboard real estate in the nicest part of the sewers. I've had almost no gator attacks. And there's even a grate for ventilation, so my sewer lung is even better than ever. What's that in your pocket? Looks like a wallet. I don't have a wallet. I'm a bum. I can see something is in your pocket. Maybe I'm just happy to see you. It looks like something with blood on it. It's not blood, just river mud. A river like the one by Trestle Trail where the body was found? Well, I can't give it to you. What would I put my money in? I don't care. See? It's not so easy, is it, Hotshot? I've had enough. I'm a federal agent. Hand over the bloody wallet. Well, I may be a drunk bum, but I know my rights, and you need a warrant. Now look, you find me another wallet to keep all personals in, and this one is yours. It's coming apart anyway, not like those amazing Ransom the Clown wallets they used to sell before his career hit the skids. Now, Ransom was an adulterer, a cheat, and complete, but he licensed good wallets. We'll play it your way, for now. Tell me what you know about a guy named Chuck. The man was an ass, and I'm glad he died of a heart attack. He ruined my life over nothing. How did Chuck ruin your life? Mr. Edmund made sure I was blacklisted in Thimbleweed Park. My so-called friends turned their backs on me. My watch repair business mysteriously burnt down, and I lost everything. Couldn't get dinner reservations, let alone a job. In the end, all I had left of my old life was my beloved Stradivarius. Ah, okay, von ihm war der Uhren- und Violinen-Reparaturladen. Chuck must have had a reason to ruin you. I took his girlfriend out to see that lame insult clown one night. But in my defense, Chuck changed girlfriends more often than he changed shirts. Well, how was I supposed to know she was flavor of the month for the Pilotronics Playboy? We'll talk later. Don't leave town. Where would I go? Also wir brauchen, irgendwo für ihn eine Geldbörse, damit er uns die Geldbörse des Opfers zurückgibt. Gleichzeitig hat er irgendwo Geld verloren, was wir wiederum sammeln müssen, um es unserem Partner zu geben. I wonder if he's burning anything important. Looks like they're having a big sale in there. Have you seen my dime? The future is never written. Ah, sie hat den Clown verflucht. Don't touch the books unless you know a what guide you want. To voodoo don't and touch voodoo the books unless you know what you want. Vegan voodoo, voodoo, insult, sword fighting. Ja, kennt man natürlich alles. Sehr lustig, immer wieder schön. It looks pretty ratty. And I do mean ratty. No way I'm touching that.
No way I'm touching that. I can't reach that. I can't reach that. I can't reach that. Ah. Muss man wahrscheinlich bewegen. That's as far to the left that it moves. I'll have to push it to move it to the right. Okay, ist gar nichts. Oh Gott, so viele Bücher, alle möglichen lustigen Ideen finden sich hier. Das sind echt viele. Kann man sicher sehr schön mal durchgucken und tantrisches Faxen. Wahnsinn! Wie viele Gags hier irgendwo verbaut sind. Das ist schon beeindruckend. Ah, das verfluchte Buch ganz oben. Don't touch the books unless you know what you want. It's the Book of the Dead. Take it if you wish. It's on the house. But beware! Beware of what? Nothing, it just sounded ominous. Cool. This head seems almost alive. I think I saw it move. It's a bottle of... It's a package of tea. Welcome to the Thimbleweed Park Occult Bookstore. I'm Madame Marina. Are you here for the hexes, the summer blowout sale, based on those suits you're wearing, my tax records? I don't get too many visits from suited and booted federal agents these days. I'm Agent Ray. If you've got nothing to hide, you've got nothing to fear. For now. Well, all right then. How can I help? Do you know anything about the body by the river? I know everything that goes on around here. Okay, so spill it. Okay, so I don't know everything right this minute. But if you're willing to get your hands a little dirty, I can find the answers you're looking for. What do you need to help us find the killer? I'm not afraid to get my hands dirty. I need to go on a vision quest to find the answer. But I can't really reach out into the void without a little bit of assistance. If you can get me an Agaricus fungus visionum delectamentum mushroom from the sewers, I might be able to help. I'm pretty sure that's a controlled substance. And your point is... What is this place? It's the county's primary source of occult books, knowledge, and services. You need hexes, curses, cure-alls, or curios? You come to me. Okay, I get the idea. You need voodoo, hoodoo, fortunes, or flim-flams? You come to me. Enough. I get it. Jeez. You need cough drops or coffee filters? You go to the quickie, pal. Can you really hex people? I sure can, no matter what the consumer watchdog service says. Might not always come out exactly as you want, but spirits work in mysterious ways. So if you have any complaints, take it up with them. Did you hex that idiot clown, Ransom? I'm very proud of that curse. He was being a jerk and he needed a little beat down with the karma bat. Remind me never to piss you off. What's your deal? There's not much to tell. I set up my shop in Thimbleweed after finessing my craft on the road for many years. After all, there's only so many nights you can vomit peyote and pull cactus needles out of your ass in the desert before it becomes old news. How did you get into this voodoo crap? I suppose when I realized I could get baked and make money doing it. That wasn't the answer I was expecting. I don't know what to tell you, dear. I like tripping balls. And with the money I rake in from my curses, I'm gonna retire on a yacht in the Bahamas. I suddenly feel like I picked the wrong profession. Why did you open in this crap hole town?
The vibrations. This town has a dark and weird energy, which makes it perfect for a cult business. Do you mean an energy, like the signals I've been hearing about? No. Those signals sparking through the air lately are something else altogether. I don't know what they mean, but I know it isn't good. Goodbye. Creepy. A plant named Chuck. Das ist super. Ich könnte hier wirklich lange mir einfach nur alles angucken, aber ich muss stattdessen weiter im Takt. Zwei Rätsel hat Ray immerhin schon gelöst, nämlich die Tauben. Habe ich eigentlich für ihn gemacht? Ach, Moment. Ja, wahrscheinlich bin ich Ray. Genau, Race ist mein Partner. Finde Race, da habe ich ihn ja auch. Eigentlich brauche ich ihn nicht, das stimmt. Eigentlich brauche ich ihn wirklich nicht. Aber ich habe ihn gefunden. Er ist in der Kanalisation und ich muss da gleich hin. Und irgendwie muss ich die Münze finden, die der Penner verloren hat. Ja, genau die. I lost my dime. I can't push that. I can't pull that. I lost my dime. Ne, hier ist nichts. Wir laufen mal weiter. Da! Ne, doch nur ein Staubkorn. Na gut, nehme ich trotzdem. Kann man hier hin? Nein. Okay, jetzt suche ich gleich den Laden, bei dem ich weiß, dass Race unter dem Laden sich befindet. Hier ist nichts. Oh, was ist das? Da liegt doch auch was. Zehner! Geil. Da habe ich alles. Jetzt muss ich eigentlich nur noch hier irgendwo in der Main Street. Wo könnte es sein? Nochmal gucken. Nee, hier ist es nicht. Ich suche ja einen Gullideckel. Der muss ja hier irgendwo sein. Vielleicht dann doch hier drin. Auch nicht. It's the back door to the diner. What? It's locked. Verdammt. Okay. Es muss aber hier irgendwo sein. Scheiße. Warum? I need to stay focused and so I can see a quickie. Ach, okay, ich bin im Falschen. Ja, nicht der. Aber jetzt muss ich gerade überlegen, wo war der? Ich glaube, hier nicht. Nee, oh, hier ist wieder ein Staubkorn. Ich wette, das bringt am Ende gar nichts. Ganzen Staubkörner. Was soll man auch damit anfangen? Park Arcade ist zu, da will ich nicht hin. Pet Emporium. I can't reach that. Ah, vielleicht wenn ich hier weiter rechts gehe. Ich glaube, da geht's weiter, ja. Genau. Da. Hier ist der Gullideckel. Not sure why, but okay. Seems like a waste of a good dime. Brauche ich trotzdem gleich nochmal Ray, denn mit ihr muss ich im Telefonbuch gucken. Mark Wilson. Kurz vorher nochmal schauen, ob ich hier
irgendwas machen kann. Welcome to Quickie Pal. Can I help you find anything? How can I help you? I'm not Holden, if that's what you're thinking. Do you have any maps of the county? Oh, sorry, Dudette. We're all out of them. Sheriff Areno came by and nabbed them all. Didn't even pay for them. Uncool. Way uncool, man. Okay, der Sheriff will mich ganz offensichtlich loswerden. Ich habe aber eine Landkarte noch woanders gefunden. Ich muss gerade noch überlegen, wo das war, aber ich kann mich erinnern, dass ich eine Landkarte gesehen habe, die an der Wand hing. Es war allerdings irgendeine gemalte Karte. War keine richtige Karte. Dann war wahrscheinlich in dem Gebäude ganz am Anfang. Oh, was ist das nochmal? It says we're out at the old abandoned pillow factory. Back soon. Safely First Savings Manager, Mr. El Polo. Mal gucken, ob ich hier vielleicht die Landkarte finde. Ich brauche nämlich diese Karte, um... Wofür eigentlich? Um weiterkommen zu können. Also um weiterlaufen zu können. Man will mich nämlich nicht weiterlassen ohne Karte. Und so kann ich dann mit der Karte mehr Umgebungen untersuchen. War das hier? Nee. Okay. Habe ich mir zu einfach vorgestellt. Pickle Bill and the Cucumber. Ich habe wirklich keine Ahnung mehr, wo das war. Aber ich finde es sicher. Wenn auch vielleicht nicht jetzt. Jetzt gucken wir erstmal im Telefonbuch nach. So, wir suchen etwas mit M im Vornamen und Moore Wilson, das könnte sein. Wilson Moore, 5480. Steht Monk. Looks like someone knew I was gonna get stuck down here. Unless. Ja, es muss Moore Wilson sein. Wird schon stimmen. 5480. It needs a dime to work. Ja, aber habe ich den nicht gerade eingeworfen? Ach so, okay. Dachte schon gerade, ich hätte mich hier jetzt in die Sackgasse manövriert, obwohl das ja auch gar nicht möglich ist. Hey, you've reached the Wilsons, George and Dave. Leave us a message, but keep it simple. We are simple-minded folk. War, glaube ich, da nicht das Richtige. Notfallnummer Moog Monk Wilson. Looks like someone knew I was gonna get stuck down here. Ach, da ist sogar ein kleines Häkchen jetzt, den habe ich wohl schon abgetelefoniert. Dass ich vielleicht noch unter Mock Wilson oder so irgendwas finde, aber das sieht nicht gut aus. Ja, scheiße. Das muss eigentlich
Ja, Mark Wilson schreibt mir gerade die Regie. Mark Wilson, ja, aber warum habe ich den denn hier nicht gefunden? Wilson. Es gibt nur einen Wilson und der steht hier nicht drin. Also der Mark. Das ist ja scheiße. Was habe ich falsch gemacht? Oh, hier wird mir nochmal gesagt, danke Regie für diesen Tipp. Es wird nach Vornamen sortiert. Moment, war da schon gerade? Nee, achso. So, müsst ihr jetzt hier Markus Wagner. Mario. Oh Gott, es ist wirklich kein. Es gibt keinen Wilson hier. Doch hier wahrscheinlich. Mark Wilson, 4523. Vielen Dank, Regie. Das hilft. Gerne mehr. Help! I'm trapped in the sewer. Please call the authorities and let them know. You'll notify someone? Thanks. Ob das so gut ist, dass du irgendwen... Ah, der Zehner geht noch. Den nehme ich natürlich direkt wieder mit. Ob das hilft? I got an emergency call about someone being locked in the sewer. I should have expected, Reno, it was you. I don't like being interrupted when wrestling is on. Ah, hello, Sheriff. Am I glad to see you. This case doesn't seem like something the feds would be interested in, Now you should head back to the home office of Reno before you get hurt. There is a killer on the loose. Good advice, Sheriff, but can you get me out of here? Sure, just follow me. Oh, I will need to blindfold you. Nothing about this town surprises me anymore. Now there's a bus leaving in a few hours. I think we can handle the investigation from here, Areno. Ja, ja, wir haben schon verstanden. Du willst uns loswerden. Du hast hier einiges zu vertuschen. Wo finde ich denn jetzt kurz nochmal die Karte? Ich weiß es nicht. Aber wir kommen gleich dazu. Vorher laufe ich erstmal mit ihr zu ihm und gebe ihm das Klebeband. Was eigentlich mit dem Buch der Toten? Legen Sie das Buch der Toten auf einen geprüften, offiziell lizenzierten Altar. Die Nutzung eines nicht geprüften Altars kann zu Fehlfunktionen und/oder Verletzungen führen. Bitte platzieren Sie ein lebendes Objekt, welches in der Nähe des Grabes gefunden wurde, das Sie besuchen wollen. Wenn das lebende Objekt ein Bewusstsein besitzt, sorgen Sie für eine fachgerechte Fixierung. Rezitieren Sie die Worte aus Appendix A in Richtung des Buches der Toten. Sollte Appendix A fehlen, denken Sie sich was aus. Ist eigentlich egal. Ab 3 Jahren kann verschluckbare Kleinteile enthalten. Okay. Also mit dem Buch der Toten und einem Lebewesen, das ich gerade noch nicht habe, könnte ich wohl auf dem Friedhof irgendwas erreichen. Jetzt aber als erstes will ich den Fingerabdruck des Toten entschlüsseln. Thanks. Nee, wollte ich eigentlich gar nicht. Nee, da wollte ich gar nicht. Aber hier gehen wir nachher nochmal hin, sobald wir ein bisschen mehr wissen, was wir da sollen. Been in the water so long, its fingers are waterlogged. Might as well try to fingerprint a prune. Shit! Ja, und jetzt? That's the coroner's job. I'll keep it outside of the kit. There's a fingerprint brush, a small amount of fingerprint powder,
but it's missing the fingerprint tape. Okay, ich versuche es einfach mal. I don't want to waste the powder on that. I need to dust the murder weapon. Okay, jetzt hast du es oft genug gesagt, aber ich weiß doch nicht, was die Mordwaffe war. Das ist doch voll dumm. Ich kann's, wo soll ich das denn wissen? I can't put it in there. I don't want to waste the powder on that. I need to dust the murder weapon. Kann sein, dass sie hier irgendwo liegt. Oh, nee. Ich würde ja sagen, dass die Kettensäge noch irgendwo wichtig ist, aber... It's an old abandoned chainsaw. Definitely not. Ich kann die echt nehmen. No missing body parts. Das ist ja toll. I can't use it until I find some chainsaw gas. Natürlich, und das Benzin haben wir in einer anderen Zeit, nämlich in der Zeitepoche von Dolores. Und dann könnte ich diesen alten Baum wegsägen. Das wird ja immer besser. That old tree is blocking the grade entrance. I can't use it until I find some chainsaw gas. That old tree is blocking the grade entrance. There are signs of a struggle here. This is clearly a drag mark. The victim was obviously knocked out here, then dragged. I don't want to waste the powder on that. I need to dust the murder weapon. The trail ends here, at this huge rock wall. Okay. Mordwaffe. Ich finde nichts. Ne, hier liegt nichts. Okay, ich nehme mal an, dass die Flasche wichtig wird für mich, die ja auch da lag. Bin mir eigentlich nicht sicher, ob das die Mordwaffe ist. Aber es ist das Einzige, was noch übrig bleibt. Denn ich weiß ja, Willy war da. Ich weiß, der hat diese Flasche Whisky in der Hand gehabt. Ich weiß mittlerweile auch, es ist die eine. Der ist der Einzige, der diese Flasche trinkt. Whatever. Whatever. This has fingerprints for everyone in Thimbleweed Park. Like I don't have enough to carry already. Whatever. Okay, das haben wir jetzt also. Oh, die gebe ich auch mal alle. Dir, die Staubkörner. What am I going to do with a pile of dust? I need to stay focused and solve this murder so I can get on with my plan. Okay, das werden wir gleich machen, keine Sorge. Flasche. That bottle is too muddy to still have prints. Scheiße. It's an empty whiskey bottle. Definitely not the murder weapon. Wrong sized body hole. I don't want to waste the powder on that. I need to dust the murder weapon. It's a hotel key card from the dead man. Aber ohne Karte kann ich nicht ins Hotel und kann die Keycard nicht benutzen, dann komme ich nicht weiter. Was steht hier noch? Mordwaffe, Fingerabdrücke, Analyse, Papiere. Finde Pilze in der Kanalisation. Ja, dazu brauche ich erstmal. Geh und rede mit der Loris. Geh und rede mit.
Das versuche ich. Definitely Reyes's notebook. Tempting. But no, I won't bore. Oh, my notebook. I thought I'd lost that for good. These means a lot to me. Thanks. Okay, so viel Neues steht hier jetzt auch nicht drin, im Grunde dasselbe. Ach komm, wie wär's, wenn du jetzt einfach mal alles abgibst? Nee, das nicht. Whatever. Ich weiß genau, dass ich irgendwann den Moment habe, wo ich ein Item brauche, was er hat. Und dann muss ich wieder hinherlaufen. Sure, I'll carry your crap. Sure, I'll carry your crap. Like I don't have enough to carry already. Whatever. So, können wir eigentlich miteinander reden? Nee. Looks fine to me. Karte. Landkarte. Wo war sie? War sie... Ich habe so eine vage Erinnerung, dass das irgendwo eins von diesen Gebäuden war. Vielleicht waren es die Nickel News schon. Mal gucken. Ja, da ist sie. It's a map of the Tri-Thimbleweed Park County area. Do you know this map is a priceless first edition? Please, don't touch. Ja, scheiße. Welcome to the Thimbleweed Nickel. 8 years of experience and 2 degrees in journalism tells me you're a fed. Why can't I take your map? I'm a federal agent. Okay, that's actually 2 questions. First, being a federal agent doesn't mean you can waltz into a newspaper office and take their map. We have a little thing called the Fourth Amendment. And second, that's a priceless original. If you want a map, check the Quickie Pal. Can I, as a private citizen, please have your map? Nope, it's a priceless original. Aber ich habe doch 10 Cent. Kann ich nicht einfach mit dem Copyotron mir die kopieren? Na gut, kurz noch mal reden. We're here investigating the murder. Know anything? Not much. Just what I heard over the police scanner. Body found in the river. I'll send my best reporter to check it out in the morning. Know who my best reporter is? Clark Kent? If this damn town wasn't such a podunk, I'd have a couple of Pulitzers by now. This Pillow Factory fire story is my ticket out of here. Nice chatting. Got a murder to solve. I know it's beautiful, but you can't remove it. Ich weiß, dass es irgendwie geht. Ich bin nur ein bisschen unklar, welche Methoden ich dafür anwenden muss. Ob ich dazu irgendwie vielleicht das Geld erstmal einwerfen soll oder ob ich... Na, ich glaube so. It only takes nickels. Das wird ja immer besser. Ich kriege also die Karte nicht, weil ich sie nicht runternehmen darf. Ich kann sie auch nicht kopieren, weil meine Münze nur 10 Cent ist und nicht 5. It's a color copy Tron 3000. It's a map of the Tri-Thimbleweed Park County area. What are you doing to my map? Please leave it alone. Can I help you? Why can't I take your map? I'm a federal agent. Okay, that's actually 2 questions. Na okay, okay, okay. First, being a federal agent doesn't mean you can waltz into a newspaper office and take their map. We have a little thing called the Fourth Amendment. Okay. And second, ich kann's nicht abbrechen. That's a priceless original. If you want a map, check the Quickie Pal. Aber ich weiß, dass der Quickie Pal das nicht hat. Nice chatting. Got a murder to solve. These must contain journalistic gold. Or old classified. I don't want to open it. Ja, okay, der Copytron hat mir nicht geholfen. Ich habe aber durchaus noch hier und da ein paar Möglichkeiten.
You got any secondhand crystals? Loose change? You got any ransom swag? He doesn't want it. You got any gluten-free donuts? I don't want to give away evidence. Okay, ich bin leider jetzt am Ende. Ich werde jetzt auch offiziell speichern. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich weiß nur, ich muss... Warte mal, die Fresse. Ich weiß nur, dass ich irgendwie diese Karte kriegen muss, damit ich sich mir die weiteren Areale von Thimbleweed Park erschließen. Ich weiß auch, dass es noch ein, zwei Charaktere gibt, mit denen ich sprechen muss, aber zu denen komme ich noch nicht, wegen besagter Landkarte. Und ich weiß noch nicht, wie ich die Karte kopiere, was ich damit mache. Das werde ich jetzt aber auch nicht mehr rauskriegen. Also, das war es erstmal. Also für mich jetzt heute. Ich werde jetzt ein kurzes Päuschen machen und dann andermal weiterspielen. Wenn ihr das jetzt seht, nehme ich an, dass für euch dann schon klar ist, wann der nächste Termin mit Thimbleweed Park startet. Ich selbst bin total begeistert. Ich bin jetzt, wirke jetzt ein bisschen müde. Es liegt aber daran, dass ich schon so lange hier sitze. Es ist einfach geil. Es ist wie früher. Es ist ein tolles Spiel. Es, finde ich, macht wunderbar diesen Brückenschlag zwischen altem Adventure und neuem Style und auch teilweise retrospektivisch mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, auch die Gameplay-Elemente, die wir uns heute erarbeitet haben, die wurden gut transferiert, finde ich, in die Vergangenheit, in die Optik der Vergangenheit. Ron Gilbert hat da was richtig Geiles gemacht. Ich freue mich tierisch drauf, weiterzuspielen. Ihr hoffentlich auch. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein und jetzt viel Spaß mit dem Rest von Rocket Beans. Tschüss.